Herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Videodateien, zum Beispiel eine MP4-Datei, in ein GIF umwandeln könnt und das einfach nur mit Photoshop und in 3 Schritten. Das ist manchmal ganz praktisch, wenn man zum Beispiel eine Videoszene als GIF haben möchte und das nicht nochmal extra irgendwo hochladen möchte, sondern direkt in Photoshop bearbeiten möchte, dann kann man das da drin tun. Was wir dafür brauchen, ist Photoshop und eben eine Videodatei, die wir da GIFisieren wollen oder was auch immer, also im GIF umwandeln wollen. Dafür starten wir als erstes mal Photoshop, das habe ich hier schon getan. Und dann sieht das ja erstmal so aus. Jetzt fragt ihr euch, wie können wir denn jetzt ein Video importieren? Das ist ganz einfach, wenn wir hier oben auf Datei importieren gehen und dann Video Frames in Ebenen. Was das genau macht, das sehen wir jetzt. Hier habe ich ein Video vom Freund, der mit so einem Streichholz da irgendwie mega Explosion, was weiß ich. Auf jeden Fall dieses Video haben wir hier, dann machen wir jetzt einfach, wählen wir das aus und drücken auf Öffnen. Dann kommt dieser kleine Dialog hier auf und wir werden gefragt, was wir importieren wollen. Hier können wir dann wählen, ob wir mit das ganze Video oder wir können an diesen kleinen Reglern hier die In- und Out-Points, das heißt, wo soll es anfangen und wo soll es aufhören. Ich sag mal, ich will das ganze Video nehmen, also von Anfang bis Ende, sonst kann man hier auch und nur einen ausgewählten Bereich erstellen. Aber sagen wir mal, wir wollen das ganze Video. Dann drücken wir jetzt einfach auf OK. Dann lädt das einen Moment. Kommt drauf an, wie groß euer Video ist, wie lang es ist und in welcher Auflösung es ist. Dauert es immer länger. Und manchmal sagt er auch, dass das Video vielleicht zu lang ist oder zu groß, weil er das in seinem Zwischenspeicher nicht verarbeiten kann. Und jetzt sehen wir schon, was passiert ist. Und zwar haben wir hier jede Video-Frame, also jeder Frame ist in einer Photoshop-Ebene. Das heißt, wir haben für dieses kleine Video haben wir 279 Frames und hättet ihr jetzt ein längeres Video, hätten wir deutlich mehr Frames. Jetzt haben wir eben weniger und wir haben jetzt quasi jedes Einzelframe in einer Ebene gespeichert. Und jetzt fragt ihr euch, ja gut, wir könnten jetzt jedes eins durchgehen, ist ein bisschen so wie dieses Daumenkino. Dafür gibt es aber hier noch ein Tool, indem wir hier oben auf Fenster gehen und Zeitleiste auswählen. Haben wir hier unten quasi so ein Player. Und wenn wir hier auf dieses Play-Zeichen drücken, sehen wir, spielt das ganze Video einmal durch und geht jede einzelne Ebene durch, wie so ein Stop-Motion-Film eben. Wenn wir jetzt hier anhalten, haben wir genau den Frame und wenn wir jetzt einen weitergehen, haben wir den Frame. Aber zusammengereiht, schnell genug, sieht das dann aus wie das Original-Video. Und damit ist die Grundlage quasi geschaffen, dass wir jetzt ein GIF erstellen können. Wir sehen schon, hier loopt das direkt, also wenn es jetzt einmal durch war, hier unten können wir es einstellen, unbegrenzt einmal, dreimal andere. Aber wir wollen jetzt hier noch eine Sache machen. Was ist, wenn euer Video wie hier nicht in zum Beispiel jetzt viereckig ist, aber ihr wollt es 16:9 und so. Ihr könnt natürlich, ihr wählt das anders noch zuschneiden, dafür wählt ihr einfach irgendeine Ebene aus. Ich wähle jetzt mal wieder die erste aus, dann geht ihr auf das Zuschneiden-Tool hier oben oder Freistellungswerkzeug, zieht das eben so hin, wo ihr es wollt, so ungefähr, drückt einmal Enter und schon sind die ganzen Ebenen zugeschnitten und das Video ist quasi jetzt im 16:9 Format oder das GIF und nicht mehr mit den schwarzen Balken. Falls ihr da irgendein Problem habt, geht das damit auch. Ihr könntet jetzt rein theoretisch jede einzelne Ebene bearbeiten, das heißt da irgendwie unscharf machen, wenn ihr was zensieren wollt oder irgendwas hinzufügen. Ist ein bisschen umständlich, aber es würde rein theoretisch funktionieren. So, jetzt sagen wir mal, das ist jetzt unser fertiges Video. Wir wollen das jetzt als GIF haben, damit wir uns das am Ende auch anschauen können. Das ist ganz einfach, dafür wählen wir einfach nichts an. Wir gehen einfach hier oben auf Datei, Exportieren und für Web speichern. Also das ist jetzt in Photoshop CC so, in CS6 war das jetzt noch hier für Web speichern, direkt in dem Menü. Jetzt müssen wir jetzt einen kleinen Umweg gehen. Und dann kommen wir in dieses Fenster quasi rein. Das dauert jetzt auch noch ein kleines Moment. Hier erstellt er quasi das GIF schon mal vor oder beispielsweise. Und wir sehen schon hier ein paar Einstellungen. Die können wir generell also so lassen. Ihr müsst hier oben nur GIF eingeben statt PNG oder JPG. Einfach GIF hier oben einstellen. Die Größe ist auch eigentlich relativ egal. Die Farben sind auch relativ egal. Nur hier unten, ich würde die Option für Schleifenwiedergabe, das ist vielleicht ganz interessant. Unbegrenzt heißt eben, dass es unbegrenzt durchläuft. Einmal heißt, dass es einmal durchläuft. Ne, das ist irgendwie verständlich. Jetzt sehen wir hier schon unser GIF. Das sollte jetzt einmal durchlaufen. Und das war's. Wenn wir jetzt auf unbegrenzt machen würden
oder auf andere. Wir können ja auch einstellen, 5 oder 6 Mal durchlaufen, aber wir sagen mal unbegrenzt oder so eine Art Loop werden, dann läuft das für immer durch. Ja, wenn wir jetzt fertig sind, drücken wir hier einfach auf Speichern und ja, können uns das GIF dann irgendwo dann später anschauen, beziehungsweise dann ist es fertig und dann können wir uns das GIF ja, benutzen und hochladen. Ja, und so einfach geht das. Ihr drückt dann einfach auf Speichernamen eingeben und dann ist euer GIF fertig. Das geht mit so gut wie allen Sachen, nur wenn eben die Sachen zu lang sind oder wenn ihr die Datei zu groß ist, dann macht Photoshop da Probleme. Aber gerade mit so kleinen Sachen, das war jetzt so ein Handyvideo, funktioniert das sehr gut und ihr könnt dann eben eure Sachen ja damit im Internet veröffentlichen als GIF. Ganz einfach, ganz schnell. Und ihr seid nicht auf externe oder auf dritte Leute angewiesen, wo ihr das hochladen müsst und die verarbeiten das und so weiter. Das ist, funktioniert natürlich besser. Ich hatte ja auch mal ein Video vorgestellt mit Giphy-Fi, wo du aus Videos auf YouTube ein GIF machen kannst. Das ist natürlich praktischer, wenn man das online macht, aber wenn man irgendwas lokal hat, dann kann man das auf jeden Fall damit benutzen. Ja, das war eigentlich schon der kleine Quick-Tipp oder so für dieses kleine Video hier. Das geht relativ einfach, kein großes Ding. Vielen Dank nochmal an Melchert für das Video. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann auch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem neuen Video. Und ja, macht's gut. Ciao.